Liebe Zuschauer, es freut mich sehr, dass Sie zuschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klinik Talks hier bei Baden TV. Eine Sendung, in der wir Ihnen ja immer sehr interessante Einblicke gewähren in die Arbeit des Klinikums in Karlsruhe. Das sind so gut wie immer medizinische Themen, über die wir sprechen. Das ist für Sie natürlich sehr spannend. Heute die Sendung mal ein bisschen anders. Wir wollen uns das Klinikum Karlsruhe als Gesamtgebilde anschauen. Wenn Sie nicht aus Karlsruhe kommen, Sie müssen sich das so vorstellen, das Klinikum Karlsruhe ist fast ein ganzes Stadtviertel im Nordwesten der Stadt. Es ist das größte Krankenhaus, das wir hier bei uns in der Region haben, der einzige sogenannte Maximalversorger. Ein paar Zahlen habe ich mir notiert. 1500 Planbetten, das ist so eine Kenngröße in der Krankenhauslandschaft. Es arbeiten sehr viele Menschen am Klinikum Karlsruhe, über 4000 Mitarbeiter sind es. Ärztinnen, Krankenpfleger, Techniker, es sind Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und vieles mehr. Mehr als 60.000 Patienten werden am Klinikum Karlsruhe in jedem Jahr stationär versorgt und 185.000 sind es im ambulanten Bereich. Wir merken also, das Klinikum Karlsruhe, das ist nicht nur ein Krankenhaus, das ist ein ziemlich großes Unternehmen mit zwei Geschäftsführern, die ich heute hier beim Klinik Talk begrüße. Es sind zwei, einmal fürs Kaufmännische, einmal fürs Medizinische. Das hat so Tradition und ich begrüße ganz herzlich den kaufmännischen Geschäftsführer Markus Heming und Professor Hans-Jürgen Hennes, der medizinische Geschäftsführer. Freut mich, dass Sie da sind und uns ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit gewähren. Herr Professor Hennes, fangen wir mit Ihnen mal an. Die Karriere hat für Sie ja ganz normal als Arzt begonnen, als Anästhesist. Wie wird man dann Geschäftsführer? Also wann haben Sie diesen Berufsweg eingeschlagen? Ich habe zunächst mal viele Jahre als Anästhesist gearbeitet im Krankenhaus, in verschiedenen Krankenhäusern in der Rhein-Main-Region und habe relativ spät, wenn Sie so wollen, nach der Tätigkeit in der Anästhesie mich auch für kaufmännische Fragestellungen interessiert. Das kam einfach auch über die Tätigkeit als Oberarzt in der Anästhesiologie. Das sind relativ große Fachabteilungen, auch personalstarke Fachabteilungen, sodass auch viel administrative Tätigkeiten anfallen. Und ich habe mich dann entschieden, mit Mitte 30 berufsbegleitend nochmal zu studieren und habe Krankenhausbetriebswirtschaft studiert. Und über diese Schiene bin ich dann langsam, wenn Sie so wollen, mehr oder weniger unbewusst anfänglich dann in den kaufmännischen Bereich geraten und habe mich 2000 dann dafür entschieden, wenn Sie so wollen, die Seiten zu wechseln und bin dann als ärztlicher Geschäftsführer in einem Krankenhausverbund in die Verwaltung eingestiegen. Herr Heming, selbe Frage, nur andersrum gestellt an Sie. Wie kommt der Kaufmann ins Krankenhaus? Wie kommt der Kaufmann ins Krankenhaus? Er macht natürlich ein Studium im kaufmännischen Bereich, interessiert sich vorwiegend natürlich für diese Besonderheit der Krankenversorgung des Klinikums und wird natürlich, sage ich mal, in der Verwaltung ein wenig groß, indem er als Assistent der Geschäftsführung anfängt und dann so wie heute irgendwann mal die Verantwortung übernimmt. Bevor wir in die harten Fakten einsteigen, würde mich das Zusammenspiel, so die Rollenverteilung unter Ihnen interessieren. Ich glaube, wer im Krankenhaus arbeitet, schaut sich im Fernsehen keine Krankenhausserien an, aber klassischerweise ist da ganz oft ein Kaufmann dabei, es ist ein Arzt dabei und meistens ist der Kaufmann nicht der Gute im Spiel, sondern der Unbeliebte bei denen. Gut, das ist natürlich ein Vergleich. Im Fernsehen wird natürlich alles überzogen und das wahre Leben ist natürlich anders, das wissen wir alle. Das Kaufmännische gehört dazu. Bei jedem Unternehmen ist das so, dass man natürlich kaufmännisch auch darauf achten muss, dass man nicht zu viel Geld ausgibt, was man nicht eingenommen hat. Und so ist das bei uns auch. Es gibt da eine Rollenverteilung, ganz klar. Es gibt aber auch die Verbindung natürlich zwischen der Leistungserbringung, also der Medizin und dem Kaufmännischen. Und diesen Spagat, den machen wir halt täglich. Und da sind wir auf der Reise, sage ich mal, diesen Maximalversorger, sage ich mal, ja, gut aufzustellen. Übers Geld sprechen wir gleich. Allgemein würde ich gerne in die harten Themen starten. Wenn wir uns die Krankenhauslandschaft bei uns in der Region anschauen, dann hat man den Eindruck, auch als Laie, da ist ziemlich viel Bewegung drin. Es wird gebaut bei Ihnen, auch da werden wir drüber sprechen, aber nicht nur bei Ihnen. An vielen Krankenhäusern wird umgebaut, es wird zusammengelegt, es entstehen immer neue Kooperationen. Täuscht dieser Eindruck oder ist da ziemlich viel Bewegung aktuell im Thema? Nein, der Eindruck täuscht natürlich nicht. Es ist in der Tat so, dass sich die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch ändert. Also wir betreiben heute sicher eine andere Medizin als noch vor 20 Jahren und dem müssen sich die Krankenhäuser natürlich stellen und müssen sich auf die Veränderungen auch entsprechend einstellen. Was meine ich damit ganz konkret? Die Behandlung wird immer
weniger invasiv. Also alles, was für den Patienten schonender ist, wird natürlich von dem Patienten auch entsprechend angenommen und eingefordert. Und das Zweite ist, die Versorgung wird immer interdisziplinärer. Das heißt, mehrere Fachabteilungen müssen an der Versorgung des einzelnen Patienten sich beteiligen. Und auch darauf müssen sich die Krankenhäuser natürlich einstellen, diese Verbindungen schaffen und vor allen Dingen auch für die Patienten und für die Mitarbeiter in der Versorgung der Patienten kurze Wege schaffen. Aufwendige Medizin ist teuer, das war immer schon so, aber mit dem zunehmenden technischen Fortschritt wird es natürlich noch teurer. Der Kostendruck im Krankenhauswesen ist auch immer ein großes Thema. Wie sehr beschäftigt Sie das in Ihrer Arbeit? Natürlich sehr, und deswegen gehen wir ja auch mit einem Konzept hin und versuchen, die Infrastruktur auch bei uns auf dem Gelände nochmal zu verändern. Die großen Neubaumaßnahmen, ich denke, da werden wir ja auch noch drüber diskutieren, sind natürlich ein Thema im Rahmen der Patientenversorgung, Unterbringung, dass wir natürlich, sag ich mal, uns da weiterentwickeln wollen, aber auch ein Thema der betriebswirtschaftlichen, sag ich mal, Strukturen. Und wir wollen ja auch, sage ich mal, jetzt hier auf dem Campus eine neue Klinikmitte in Anführungsstrichen dort ausprägen und mit dem neuen Gebäude Haus M, wo wir ja verschiedene andere Gebäude mit verblocken. Und das bedeutet natürlich eine kompakte Infrastruktur. Alle OP-Säle sind dann in diesem neuen Gebäude. Alle Intensivstationen sind in dem neuen Gebäude. Und dann kann man sich ja gut vorstellen, dass das natürlich auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat. Aber wir möchten natürlich beide betonen, es hat auch natürlich einen Hintergrund, sag ich mal, der Patientenversorgung. Wenn alles zentral erfolgt, ist das natürlich nicht einfacher, aber ich sag mal, sicherlich besser auch für den Patienten, mit kurzen Wegen verbunden und dementsprechend natürlich für alle eine Win-Win-Situation. Wir haben jetzt die Trends im medizinischen Bereich schon ganz kurz angerissen. Eine weitere Entwicklung, die Sie mit Sicherheit beschäftigt, ist der ja, allgegenwärtige demografische Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter, sie wird vermutlich auch immer kränker. Dadurch oder ist das nicht der Fall? Na, das sehe ich nicht unbedingt so. Es ist so, dass sagen wir, bestimmte Erkrankungen natürlich auch altersbedingt sind und auch darauf müssen wir uns natürlich einstellen. Also ein Fachgebiet, was es vor 20 Jahren in der Form noch gar nicht gab, die Geriatrie, die Versorgung älterer Menschen, das wird natürlich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Aber auch in anderen Fachabteilungen spielt natürlich der demografische Trend eine gewisse Rolle. Also Schlaganfälle nehmen immer noch zu, während andere Erkrankungen, die es in der Vergangenheit gab, etwas abnehmen. Also darauf müssen wir uns natürlich auch einstellen. Und insofern sind die Voraussagen, die es über die statistischen Ämter gibt, natürlich auch für uns eine wichtige Informationsquelle, um vorauszusehen, was in 20, in 30 Jahren möglicherweise dann von uns abverlangt wird. Wir haben vorhin schon angesprochen, wie sich die medizinische Versorgung ändert. Auch da gibt es Trends, es gibt neue Erkenntnisse. Auch da denkt der Laie von außen, es geht immer schneller. Immer neue Behandlungsmethoden, immer mehr ist möglich. Ist eine tolle Sache. Ist das so schnell getaktet, wie es einem von außen tatsächlich vorkommt? Ist die Entwicklung immer schneller? Nein, also das sehe ich auch nicht wirklich so. Es ist schon so, dass wir natürlich auch als Krankenhaus der Maximalversorgung uns intensiv an der klinischen Weiterentwicklung der Patientenversorgung beteiligen. Also wir führen auch sehr viele klinische Studien durch und versuchen natürlich auch den Patienten immer das neueste und beste Versorgungsangebot zu machen. Wir vernetzen uns zunehmend mit allen anderen Krankenhäusern in der Region, um dann auch die politisch gewollte Staffelung der stationären Gesundheitsversorgung auch zu leben. Das heißt, der Maximalversorger hat eben besondere Aufgaben in der stationären Gesundheitsversorgung. Wir verfügen über Fachabteilungen, die andere Krankenhäuser eben nicht vorhalten, sodass wir hier eine besondere Aufgabe haben in der Patientenversorgung. Ist das dann auch ein neues Denken, ein Umdenken in der Wettbewerbssituation? Klassischerweise stehen Sie ja im Wettbewerb mit anderen Häusern. Klar, natürlich. Aber es geht in erster Linie darum, dass wir unsere Strukturen verändern, dass wir natürlich uns da auch im Wettbewerb befinden und natürlich auch hier uns dem stellen. Ist ja eigentlich für den Patienten eine gute Entwicklung, dass es dort, sage ich mal, Bewegung gibt. Und so passen wir uns dem System natürlich auch an. Der Fachkräftemangel ist ein weiteres Thema, über das ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Der ist auch allgegenwärtig. Er betrifft viele Branchen. Wie sehr betrifft er den Medizinbereich, die Krankenhauslandschaft? Also es ist in der Tat so, dass wir zunehmend in Deutschland auf den Fachkräftemangel einfach zulaufen. Wir spüren schon an der einen oder anderen Stelle,
dass es eng wird. Gott sei Dank ist es derzeit so, dass wir den Nachwuchs über unsere Akademie, über die Schulen für die Heilhilfsberufe noch wirklich gut decken können. Aber es ist absehbar, die Anmeldezahlen gehen zurück. Also wie lange das über diese Schiene noch wirklich zufriedenstellend zu gewährleisten ist, ist offen, sodass wir uns natürlich intensiv bemühen müssen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über quasi Mund-zu-Mund-Propaganda, wie soll ich sagen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter Werbung auch für uns machen, attraktiver Arbeitsplatz. Ich glaube schon, dass ein Krankenhaus der Maximalversorgung einen sehr, sehr interessanten und auch zufriedenstellenden Arbeitsplatz darstellen kann. Aber was natürlich nicht unterschlagen werden darf, ist, dass wir in Deutschland in den Krankenhäusern in den letzten Jahren eine enorme Leistungsverdichtung gesehen haben. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind natürlich schon belastet. Also das darf man nicht übersehen. Insofern gilt es sich auch dafür einzusetzen, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas ändert, um eben auch darauf Einfluss nehmen zu können. Also derzeit sind wir, was offene Stellen angeht, noch in einer ganz guten Situation, aber wie lange das anhält, ist wirklich offen. Im ärztlichen Bereich ist es so, dass wir akademisches Lehrkrankenhaus sind, der Universitätsklinik Freiburg. Das heißt, wir bilden wirklich gerne und wie uns rückgespiegelt wird, auch gut Studenten im praktischen Jahr in der Medizinerausbildung bilden wir aus. Und wir strengen uns sehr an, wir strengen uns wirklich sehr an, gute Ausbildung anzubieten und auch klarzumachen, dass wir auch in der Weiterbildung, der ärztlichen Weiterbildung zum Facharzt gute Positionen haben und versuchen über diese Schiene dann unsere offenen Stellen im ärztlichen Bereich zu besetzen. Können wir bei den Rahmenbedingungen konkreter werden? Wie könnten die verändert werden, sodass das Berufsbild des Pflegers meinetwegen jetzt wieder attraktiver wird? Im Wesentlichen ist es in der Tat ein Problem der Personalkosten. Ich denke, es ist wirklich allgemein bekannt, dass 70% der Kosten, das ist eigentlich eher ein kaufmännisches Thema, aber ich kann das gerne beantworten, zu dem Teil eben Personalkosten sind und wir durch die entsprechende Refinanzierung im DRG-System die Personalkostensteigerung einfach nicht gedeckt bekommen. Das ist ein großes Problem, trifft alle Krankenhäuser, trifft aber momentan auch besonders die Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Und ich denke, da gilt es wirklich auch der Politik insgesamt klarzumachen, dass das Auseinanderdriften der Lohnkosten und der Refinanzierung über die DRG-Erlöse auf Dauer so nicht weitergehen kann. Wollten Sie ergänzen oder? Ja, Professor Hennes hat es ja angesprochen. Also wir haben ca. 220 Millionen Euro Personalkosten und wenn man dort eine Tarifsteigerung hat, die auch allen gegönnt ist, von 2%, dann weiß man ungefähr, wie viele Millionen das sind. Und wenn man dann natürlich nur eine moderate Steigerung von gerade mal 2% im Landesbasisfallwert hat, dann weiß man, dass das nicht kostendeckend ist. Und dementsprechend müssen wir und sind ja auch dabei, darüber zu diskutieren, wie kommen wir da mit der Politik klar, dass wir gerade in Baden-Württemberg natürlich auch mit einem anderen Lohnniveau unterwegs sind und der Landesbasisfallwert das nicht abbildet. Also das ist eine landesweite Diskussion, das weiß die Politik auch. Aber da der Basisfallwert halt nicht nur auf Länderebene, sondern das ist ja ein Bundesgesetz, sage ich mal, verabschiedet wird, ist es nur ein langer Weg, um klarzumachen, dass wir hier besondere Strukturen in Baden-Württemberg haben. Sprechen wir wieder über die Medizin. Ich habe es eingangs gesagt, 60.000 Patienten im Jahr stationär, 185.000 ambulant. Das ist eine Zahl, die überhaupt nicht greifbar ist im ersten Moment. Vieles davon passiert geplant. Die für alle Beteiligten dramatischste Situation ist sicherlich die, wenn jemand als Notfall in ein Krankenhaus eingeliefert wird, zum Beispiel in die zentrale Notaufnahme bei Ihnen. Wenn man Fernsehen schaut, sieht man ganz oft Dokumentationen über Notaufnahmen, die überquellen. Ganz viele Menschen sind da. Das heißt immer, das meiste davon Bagatellfälle. Eigentlich müssten die gar nicht hierher kommen. Man hat den Eindruck, am Ende landet alles, was nicht so richtig läuft im medizinischen Bereich, wo es an der ambulanten Versorgung hapert, in der Fläche landet am Ende bei Ihnen. Ist das so? Ja, es ist in der Tat so. Also wir haben wirklich auch stark steigende Patientenzahlen in unseren Notaufnahmen. Wir haben zwei große Notaufnahmen, einmal für den Erwachsenenbereich und einmal für den Kinderbereich.
Im Erwachsenenbereich liegen wir mittlerweile bei mehr als 50.000 Notfallpatienten im Jahr, im Kinderbereich bei etwas mehr als 30.000 Patienten im Jahr. Das sind schon auch enorme Fallzahlen, die uns in der Versorgung wirklich vor große Herausforderungen stellen. Wie kann man sowas angehen? Wichtig, und Sie haben es kurz schon angesprochen, ist natürlich die Unterscheidung, ist jemand lebensgefährlich erkrankt oder verletzt? Da muss natürlich initial sofort die entsprechende Behandlung einsetzen. Geht es einem Patient nicht ganz so gut, aber ist nicht bedroht, lebensgefährlich bedroht, dann kann die Behandlung etwas verzögert beginnen. Und aus diesem Grund, um auch diese, wie soll ich sagen, Einteilung vornehmen zu können, machen wir eine Patientensichtung direkt am Anfang. Und dann gibt es neuerdings seit 2016 im Städtischen Klinikum Karlsruhe zwei Versorgungsschienen. Zum einen die schwer erkrankten, schwer verletzten Patienten kommen direkt in die zentrale Notaufnahme, und räumlich unmittelbar benachbart gibt es die Bereitschaftsdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die ambulante Versorgung der Patienten zuständig ist, sodass wir uns die Notfallversorgung im Prinzip teilen. Denn so wie Sie es angedeutet haben, 65% der Notfallpatienten, die sich bei uns vorstellen, werden nicht stationär aufgenommen, sondern nach ambulanter Versorgung wieder in die häusliche Umgebung entlassen. Es wird gebaut. Wenn man bei Ihnen auf dem Gelände unterwegs ist, dann sieht man, das geht nicht nur um ein neues Gebäude, das irgendwie da am Rande hochgezogen wird, sondern das Klinikum ist derzeit massiv im Umbruch. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, was passiert da genau, warum tun Sie es? Was passiert genau? Wir haben die Aufgabe, sage ich mal, die Infrastruktur des Klinikums in Angriff zu nehmen. Das machen wir mit der neuen Energiezentrale. Auch das zentralisieren wir. Die werden wir nächste Woche dann auch feierlich einweihen im Rahmen einer Fachmesse, weil es ja sehr technisch orientiert ist, dieses Thema. Und wir werden gegen Ende des Jahres, sage ich mal, das Institutsgebäude in Betrieb nehmen. Auch die Institute sind in die Jahre gekommen, müssen sich anders aufstellen. Dort werden wir Ende des Jahres mit der baulichen Fertigstellung soweit sein und werden dann Anfang des Jahres 2018 dieses Gebäude in Betrieb nehmen. Parallel dazu sehen Sie ja auch, gibt es ein ganz, ganz großes Loch zwischen den einzelnen Gebäuden, vor allen Dingen Haus S, Haus D, E und auch H. Dort werden wir den neuen Betten- und Funktionsbau hinstellen. Der beginnt jetzt und im September fängt es dann auch an, jetzt diesen Monat mit dem Thema Rohbau, sodass wir da zügig versuchen, sage ich mal, auch diesen Neubau hinzustellen, der dann Ende 2020 dann fertiggestellt sein soll. Also da sind wir schon sportlich unterwegs, das wissen wir, versuchen auch die Kräfte da zu bündeln, dass wir das auch hinkriegen, sind froh darüber, dass wir das gemeinschaftlich natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinbekommen. Auch hier nochmal erwähnt das Thema der Anwohner, die natürlich auch damit einbezogen werden in diese ganzen Baustellen, und natürlich auch nochmal betont die Patientinnen und Patienten, die mit der Situation ja auch klarkommen müssen. Also wir müssen natürlich weiterhin 365 Tage für die Patienten da sein, haben aber die Notwendigkeit, uns baulich zu verändern, und da nehmen wir gemeinsam Rücksicht und wir hoffen natürlich auch, dass wir das über die Zeit dann auch gut hinbekommen. Es ist angeklungen. Wer auch immer schon mal gebaut hat, der weiß, das ist immer mit Herausforderungen verbunden, Bauen im laufenden Betrieb insbesondere. Und der laufende Betrieb in einem sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus bringt wahrscheinlich noch mal ganz andere Herausforderungen mit sich. Wie stellt man sicher, dass der Betrieb so weitergeht, wie er eben weitergehen muss? Durch gute Planung und möglichst alle Eventualitäten mit vorab zu berücksichtigen, um eben Ausfälle zu vermeiden. Und das ist interessant und auch wirklich eine große Herausforderung für viele. Also es sind nicht nur die beiden Geschäftsführer, die sich diese Herausforderung stellen, sondern wir haben natürlich einen großen Mitarbeiterstab, der sich mit Bau und Technik beschäftigt, und natürlich auch externe Partner, Architekten, Projektsteuerer, die mit uns zusammen dieses Projekt voranbringen. Ein großer Vorteil ist, dass wir dieses Gebäude M, von dem Herr Hemming schon gesprochen hat, auf der grünen Wiese errichten. Die Wiese ist jetzt nicht mehr grün, weil schon eine Baugrube da ist. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, Sie haben schon recht, es wäre noch eine wesentlich größere Herausforderung, eine Umbaumaßnahme, Sanierung im Bestand des Gebäudes selbst vorzunehmen. Insofern ist es schon ein gewisser Vorteil, dass wir auf einer freien Fläche nebendran bauen können.
Nichtsdestotrotz wird es natürlich trotzdem Beeinträchtigungen geben. Lärm, Staub, all diese Dinge müssen wir natürlich berücksichtigen und alle sensiblen Bereiche davor schützen. Das ist ganz selbstverständlich. Wer sich mal ein Bild von der Situation von den Baustellen machen will, kann das Ende September ganz hautnah bei Ihnen tun? Sind alle herzlich eingeladen. Wir feiern unser 110-jähriges Bestehen, sage ich mal, an dem Standort dort in der Molkestraße. Und wir nehmen das zum Anlass, sage ich mal, alle einzuladen, die Baustellen sich anzuschauen, weil es ja doch, ich denke mal, sehr interessant ist, auch von der Infrastruktur her und was wir dort tun werden. Und auch beeindruckend ist, diese, sage ich mal, Baustellen zu sehen und dann mit Fachleuten natürlich geführt, sich das einfach mal anzuschauen. Am 30.09. Wichtig nochmal, einfach vorbeikommen. Wenn Sie solche Veranstaltungen machen, dann ist da, wenn man vorbeigeht, immer gut gefüllt. Sie mühen sich sehr in der Öffentlichkeitsarbeit, das Klinikum zum Anfassen darzustellen. Nun ist ein Krankenhaus ja aber auch ein Bereich, bei dem die meisten sagen, möchte ich nicht hin. Ja, wenn es sein muss, ja, dann wird mir dort geholfen, aber ansonsten mag ich nichts mit zu tun haben. Hat es da einen Wandel gegeben? Sind da Berührungsängste irgendwie kleiner geworden, dass Menschen tatsächlich auch mal freiwillig in ein Krankenhaus gehen und sich anschauen, was dort so passiert? Oder war das einfach immer schon so? Nein, Sie haben natürlich recht, es gibt natürlich immer Bedenken, wenn man in ein Krankenhaus muss, gar keine Frage, freiwillig geht man da nicht so gerne hin. Wir versuchen das natürlich aufzubrechen, indem wir zahlreiche Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen anbieten, auch einfach Veranstaltungen anbieten, Dinge mal anzufassen, damit die nicht mehr so eine Bedrohung oder so ein Schrecken darstellen. Das wird auch wirklich gut angenommen. Aber letztendlich ist es schon so, dass ein Krankenhaus immer eine spezielle Situation darstellt, natürlich. Wir müssen schon zur Schlussrunde kommen. Mich würde der allgemeine Blick in die Zukunft interessieren. Wir haben viele Schwerpunkte, viele Herausforderungen ganz konkret schon angesprochen. Aber wenn wir uns mal in die Zukunft schauen, wie wird ein Krankenhaus an sich aussehen in Zukunft? Was wird sich da verändern im Vergleich zu heute? Ich denke, dass man den technischen Fortschritt in der stationären Patientenbehandlung sich nur schwerlich vorstellen kann. Es wird immer weniger invasiv vorgegangen. Vieles, was man früher offen operiert hat, also mit einem großen Hautschnitt, findet mittlerweile durch winzige Öffnungen statt. Die Computertechnologie spielt natürlich eine große Rolle. Wir diskutieren sehr intensiv über das Thema Krankenhaus 4.0. Also es wird sich einiges tun und das ist natürlich auch die Herausforderung für uns, die Baumaßnahme jetzt so zu planen und so umzusetzen, dass sie in 10 Jahren die Versorgungsbedingungen auch noch trifft. Ich glaube, dass die Verweildauer, die jetzt ja schon relativ kurz ist, das heißt unsere mittlere Verweildauer derzeit beträgt nur noch 6 Tage stationäre Versorgung. Wir brauchen mehr Vernetzung. Das heißt, wir brauchen mehr Vernetzung zum ambulanten Bereich und mehr Vernetzung zum poststationären Bereich in der Nachsorge, damit daraus wirklich ein Patientenbehandlungspfad wird, der ohne Unterbrechungen läuft. Und da müssen wir uns natürlich auch entsprechend darauf einstellen. Deswegen suchen wir Kooperation sowohl zu niedergelassenen Kollegen als auch zum poststationären Bereich, um diese Versorgung zu gewährleisten. Herr Heming, Ihr Blick in die Zukunft. Wir wollen natürlich diesen Zeitplan einhalten. Ich sagte ja schon gerade, der ist sehr sportlich für so ein Gebäude, sage ich mal, in kurzer Zeit, also 2021 in Betrieb zu gehen. Das bedeutet natürlich dann auch, dass wir uns Strukturen und Prozesse nochmal anschauen. Die werden anders sein in so einem Gebäude, kompakt mit den Intensivstationen, mit den OPs. Und dass wir uns da wirtschaftlich konsolidieren, natürlich. Und dann gibt es weitere Projekte, sicherlich auf dem Campus, so ein Maximalversorger mit 1500 Betten und so vielen Mitarbeitern lebt und pulsiert immer und es wird immer weitergehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen sehr sportlichen Überblick über ganz viele Themenfelder. Es war ein sehr interessanter Einblick. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war der Klinik Talk. Bis bald. Tschüss.